Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir uns hier in Torghaster spielen können. Und zwar war ich jetzt hier gerade random in einem Torghast-Run drin, und zwar in Mortigat. Und dort konnte ich hier bei dem Mittler hinter mir, kurz vorm Endboss, ein Toy kaufen gegen 300 von der Währung hier aus Torghast, dem Phantasma. Und dieses Toy schimpft sich experimentelle Animazelle. Da muss man sich halt immer so ein bisschen überlegen, kauft man das Toy, es gibt hier unter anderem auch Transmog, oder holt man sich hier Verstärkungsboni. Ich bin hier in einem 10er drin gewesen, gerade am Hochleveln. Und dort war es drin. Ich vermute, es kann aber quasi in allen Stufen mit drin sein. Hat 300 Anima gekostet und scheint relativ random zu sein. Ich habe mir das Ganze mal auf WoW Head auch rausgesucht. So wie es aussieht, können das in allen möglichen Ebenen sein, wie ihr hier seht. Also es scheint nicht nur in Mortigat aktiv zu sein, sondern das kann bei allen Mittlern sein. Und dementsprechend müsst ihr halt einfach ein bisschen Luck haben. Einmal bei den Runs, wenn ihr durchlauft, auch bei den Mittlern auf die zweite Seite gehen und schauen, ob da dementsprechend dieses Toy mit drin ist. Gut, ich habe jetzt, glaube ich, in Shadowlands 5 Runs gelaufen und war beim 5. Run drin, also scheint jetzt nicht so selten zu sein. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ding mal an. Experimentelle Animazelle wird einmal gelernt. Dann schauen wir mal. Animazelle. Beschwört ein Animaschatz aus Torghast außerhalb von Torghast eine Stunde Abklingzeit. Ich guck mal. Ah, das kann man in Torghast nicht verwenden. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal nach Torghast raus. Ich habe den Boss gerade schon mal umgehauen, dann stellen wir die auf. Ich glaube, ich habe so eine Animazelle schon mal gesehen. Da gibt es dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten. So Fun-Gimmicks sind es tatsächlich. Eins wird man, glaube ich, relativ groß. Bei einem anderen hat man sich, glaube ich, irgendwohin random weggeportet. Dann wurde man auch verwandelt. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier funktioniert, weil das ist ja streng genommen auch noch Torghast. Ah, schau mal, hier können wir es aufstellen. Dann haben wir hier so eine Animazelle, die können wir anklicken. Dann haben wir hier, öffnet ein Portal an einen unbekannten Ort. Und dann haben wir beeindruckende Größe. Ihr wächst zu einer beeindruckenden Größe heran, so groß, dass ihr nicht mehr gehen könnt, aber tanzen könnt ihr noch. Okay, also das mit dem Tanzen ist ja ganz lustig. Ich würde sagen, wir porten uns mal random irgendwo hin. Ich will mal wissen, wo wir hinkommen. Oh, hier ist ein Portal. Unbekannter Ort. Oh, nach Draenor porten wir uns. Ich habe auf WoW Head auch gesehen, dass einer so fleißig war und Orte rausgeschrieben hat. Und ihr seht, wie lang der Kommentar ist. Also es gibt anscheinend sehr viele Punkte, wo man sich hinporten kann. Also wenn ihr irgendwo hin müsst und ihr denkt, dauert es ewig, bis ich dran bin, einfach mal das Ding benutzen. Vielleicht kommt ihr genau dahin, wo ihr hin wollt. Und wir sind jetzt in Gorgrond, nicht in Gorgrond, in Draenor sind wir, in Nakrand, hier ganz unten tatsächlich. Gut, da wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht hin, aber ja, nettes Toy auf jeden Fall, kann man witzige Sachen machen und ich glaube, da können auch andere Leute draufklicken. Zumindest habe ich es mal in Kors hier rumstehen sehen, habe draufgeklickt und es war ganz nice eigentlich. Okay, damit sind wir am Ende mit dem kleinen Toy Guide. Ich drücke euch die Daumen, dass bei euren Torghast-Runs eh genug Phantasma über habt und wenn das Ding denn random bei einem von den Mittler auftaucht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.